Hallo, ich möchte euch heute das Strategiespiel Windmühle von Trixi vorstellen. In meinen 10 Jahren als Hundetrainerin habe ich eigentlich immer wieder dieselbe Erfahrung gesammelt, und zwar, dass die meisten Hunde zu wenig geistig ausgelastet werden. Und genau dafür hat Trixi eine Serie herausgebracht, eine Serie Strategiespiele. Und da möchte ich euch eben jetzt eins vorstellen, es gibt ganz viele, und zwar das Spiel Windmühle. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze aufgebaut wird. Wir haben einmal diese Plattform. Jetzt nehme ich hier dieses Teil und stecke es einfach in die Plattform hinein. So, jetzt kommt dieses Mittelteil. Das schraubt man einfach einmal hier rein. Das ist das Stück, was sich dreht. Und jetzt kommen quasi die Flügel für die Windmühle. Und dann kann ich eigentlich auch schon anfangen. Ich nehme ein Leckerchen und tue es oben in den Behälter hinein. Drehe dann diese Windmühle langsam so, dass das Leckerchen unten wieder hinausfällt. Wenn das gut funktioniert, dann kann ich nur natürlich langsam den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ich nehme nun die beiden anderen Flügel noch dazu. Am Anfang sollten ruhig in jedem Flügel ein Leckerchen sein. Das bedeutet, dass wirklich so viele wie möglich hinausfallen. Dann kann ich dazu übergehen, dass ich nur ein Leckerchen nehme. Das bedeutet, ich tue es oben hinein. Mein Hund muss selbstständig viel mehr schon dieses Rad drehen, dass ein Leckerchen hinausfällt. Und wenn auch das gut funktioniert, dann komme ich zu den Aufsätzen. Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, das sind die zwei verschiedenen Aufsätze. Der eine hat ein etwas größeres Loch, der andere drei etwas kleinere Löcher. Ihr solltet natürlich schon sicher gehen, dass das Leckerchen auch durch die Löcher hindurch passt. Das Prinzip ist jetzt dasselbe, nur dass wir den Schwierigkeitsgrad erhöht haben. Und der Hund muss etwas mehr Geduld haben und braucht vielleicht etwas länger, bis er an sein Ziel kommt. Das Schöne daran ist aber, dass man direkt die Geduld des Hundes trainiert, die Konzentration, dass der Hund sich halt länger konzentriert, bis er zum Erfolg kommt. Und das sind natürlich alles positive Effekte, die ich erziele. Ich selbst habe die Windmühle auch ausprobiert mit meinen Border Collies, die ja doch relativ intelligent sind. Und ich war schon erstaunt, wie sehr sie sich konzentrieren mussten und dass sie doch relativ müde waren danach. Intelligenzspiele, Strategiespiele finde ich persönlich und natürlich als Hundetrainerin eine wirklich sinnvolle Sache, da die geistige Auslastung doch unterschätzt wird oder eben immer noch nicht so viel Bedeutung gewonnen hat, wie sie sollte. Zudem ist es so, dass ich bei extrem schlechtem Wetter oder wenn mein Hund zum Beispiel verletzt ist und sich nicht viel bewegen kann, ich diese ganze Geschichte einfach zu Hause im Wohnzimmer mache. Ja, also ganz wichtig nochmal als Fazit, kleine Schritte. Der Hund sollte relativ schnell zum Erfolg kommen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach nur viel Spaß.